Guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge von Escape First 2. Wir sind zu blöd. Gossi ist schon weg. Hä, ich bin hier, in der Ecke. Ach, Gesundheit. Gott, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich dachte, du bist schon in dem Raum. Okay, gegangen. Machst du auf? Oh. Das ist ja furchtbar. Geh vor. Nee. Doch. Nee. Doch. Oh mein Gott, ich hasse dich. Hier ist doch nix. Komm rin. Oh, die Masken. Ja, so, guck mal. So wie von Dead by Daylight. Hier kann man sich auf jeden Fall schon mal die Schläge angucken. Ein Brief. T.E.D.D. Gleich Tutor plus Clerk plus Model plus Judge. Und dann steht da Fragezeichen gleich Witch plus Ghost plus Siren plus Guard. Guck mal, hier ist noch ein Hut. Okay. Hier sind noch mehr Hüte. Sorry. Hüte? Auf den Kopf damit hauen hier einmal. Können wir damit irgendwas machen? Hier ist noch eine Puppe. Boah, die Masken. Guck mal, hier ist ein Baum. Oder sind das wieder Perücken? Müssen wir. Oha, da ist auch eine Maske. Oder wie viele Masken hier? Guck mal, hier hängt auch eine Maske. Müssen wir wieder irgendwas gucken? Ja, hier war doch so eine. Hier ist doch so eine Kiste. Aber was zeigt die Kiste? Was ist das für ein Zeichen? War das nicht die Perücken? Sieht aus wie so ein. Aus wie ein Baum, aber ich glaube, das war. Ein Baum. Ich glaub, das war die Perücke oder so. Ja, ne? Hm. Ja, was für Perücken. Hier sind auf jeden Fall Kostüme. Hier ist noch eine Maske an der Wand. Hier liegt noch ein Kostüm auf dem Boden. Und wir haben auf jeden Fall hier verschiedene Schläger. Wir haben verschiedene Hüte. Wir haben drei Hüte, wir haben drei Baseballschläger, wir haben drei Anzüge. Mhm. Hat das was damit zu tun? Was müssen wir eingeben? Müssen wir dieses Wort eingeben? Vier was da Buchstaben. Fehlt? Ja, diese passt Wörter schon mal nicht. Diese Wörter haben alle vier Buchstaben. Guck mal, Ted, Witch, Ghost. Sollen wir mal alles ausprobieren? Nee. Da ist ja ein Fragezeichen. Das ist bestimmt ein Rätsel, was wir jetzt lösen müssen. Ach so, was das Fragezeichen ist. Ja. Tutor plus Clerk plus Model plus Judge ist T. Was für T-E-D-D überhaupt? Was ist denn T-E-D-D? Was soll das sein? Ein Wort, was aus diesen Wörtern rauskommt. Aber was kann das für einen Sinn ergeben? Vielleicht Word? Also W-O-R-D? Es gibt kein D, schade. Was ist denn Tutor, Clerk, Model und Judge? Model ist Model. Judge ist doch, ist das nicht, war das nicht, Richter? Ne? Was ist denn Ted? Weiß ich nicht, was Ted ist. Das hört sich so, vor allem, da sind immer so Punkte dazwischen. Also, Witch ist ja Hexe, Ghost ist Geist, Sirene ist bestimmt Sirene, oder? Und oder Guard? So eine, es gibt doch hier. Wie von Inselleben, diese Sirene da, Meerjungfrauengesang, diese Sirenen, die Fischer in den Tod treiben. Und was ist das letzte? Guard? Wächter. Vielleicht sind das so übernatürliche Sachen. Ja, aber. Vielleicht ist das eine. Ich würde gerne mal einen Hinweis nehmen. Okay. In diesen Wänden gibt es ein Muster. Es ist in der Mitte. Aha. Ach, immer das. Der Buchstabe aus der Mitte. Warte. T. Ja. Es ist das Wort. Tora. Nee. Doch, das ist immer das Wort, der Buchstabe in der Mitte. Das wäre also. Tora. Tora. Hä, was für Tora?
Ist einfach so. Guck mal, was da drin ist noch. Guck mal rein. Oh nein. Willst du den Brief lesen? Das sind so Karten. Willst du den lesen? Sind das nicht diese Tarotkarten? Ja. Ja, ne? Okay. Das hat Mama auch mal gemacht. Und nur eins, die ist durchgestrichen. Okay. Eines Morgens begann ein einsamer Mann unter der hellen Sonne seine Reise. Er ging den ganzen Tag, um das Dorf zu erreichen. Die Nacht kam und mit ihr ein umwerfender blauer Mond. Oh ja, die Karten sagen das auch aus. Der Mann ging durch einen nebligen Wald, als er etwas Eigenartiges sah. Was heißt Wheel? Rad. Wheel of Fortune. Rad der Zukunft oder was? Okay. Ich weiß nicht. Jemand, der nicht weit weg war, stand still und starrte ihn an. Er konnte seine Augen nicht sehen, wusste aber, dass ihn die Person im schwarzen Umhang direkt anblickte. Er konnte sich nicht bewegen, als die mysteriöse Gestalt anfing, auf ihn zuzugehen. Plötzlich fiel ihm auf, dass sie keine Füße hatte. Sie ging nicht, sie schwebte. »Wer bist du?« schrie er angsterfüllt. »Ich bin der Tod«, antwortete die Person im Umhang. Nach mehreren Tagen wurde der Mann tot aufgefunden. Er hatte sich im Wald erhängt. Der Ort ist seitdem als der Wald des Erhängten bekannt. Boah. Gruselig, ey. Ich habe die mal so sortiert. Die eine Karte ist nur im Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Wie? Die ist mit dem Fortune, Wheel of Fortune. Auf jeden Fall kam in der Geschichte auch vor. Und dann der Mond, weil es ja Nacht war. Und dann die Karte. Oh, hier sind ja noch mehr. Ja klar, The Hermit. Was ist denn The Hermit? Das war gerade nicht. Wo war das? Sollen wir mal eben die Items zurücksetzen, dass wir die... Ja, mach mal. Das musst du machen. Achso. Ist deine Lobby. Hab ich. So, okay, jetzt können wir die Karten nochmal rausholen. Dann können wir die hier auf dem Boden mal sortieren oder so. Boah, die Geschichte, die hat... Boah, die war voll spannend. Willst du das mal sortieren? Dann guck dir mal die Karten an, weil das hat echt einen Sinn. Okay. Am Anfang ist Wheels of Fortune. Fortune. Ja, das kommt auf Was jeden Fall. Du musst die erstmal alle rausholen. Fortune. Was hieß das nochmal? Ich kann mal eben googeln. The Sun. Hieß das nicht sowas mit... Oder war das Glück? Nee, Luck ist Glück. The Moon. Glücksrad heißt das. Achso, ah doch, mit Glück war's. Hier ist der Hermit. Was ist Hermit? Hermit. Einsiedler. Okay. Ja, hab schon so einen Wanderer oder sowas. The Empress, was ist das? Der hängende Mann steckt im Boden fest, aber egal. Was ist sie denn? The Empress. Bestimmt die Gestalt oder so. Ganz komisch, ey. Der Devil, der Teufel, der Steffen ist hier. Also Herrscherin heißt The Empress. Okay. Wie viele Karten denn noch? Hier, The High Priestess. Ach, man kann ranzoomen an die Briefe, das sehe ich jetzt. Oh, Lisa, ist dein Ernst? Deswegen habe ich das mal so schwer lesen können. Oh, du Funz. Bist du soweit? Warte, nee, noch nicht. Der Tod. Der Tod ist hier, ist hier noch auf dem Pferd. Warte. Noch eine Karte? Nein. So. Okay, dann, eines Morgens begann ein einsamer Mann unter der hellen Sonne reisen. Also kommt die Sonne zuerst. Nee, der Einsiedler kommt zuerst, ne? Ist der das Siedler, denn der einsame Mann? Der Siedler ist bestimmt der einsame Mann und der läuft in der Sonne herum. In ne? der Sonne. Also unter der Sonne herum. So. Um das Dorf zu erreichen. Ach nö, er ging den ganzen Tag, um das Dorf zu erreichen. Die Nacht kam und mit ihr ein umwerfender blauer Mond. Also jetzt kommt dann der Mond nach der Sonne. Mhm. Der Mann irgendeinen Weg noch zum Dorf? Nee, ging durch einen nebligen Wald, als er etwas Eigenartiges sah. Also da ist jetzt nichts irgendwie. Okay, ist ja nicht schlimm. Weil ich glaube nämlich, auf diesen Karten stehen Zahlen. Siehst du? 3, 1. Was? So griechische Zahlen oder römische.
Weiß ich Ja, gar ach nicht. ja. Und vielleicht ist das der Code dann. X. Kommt drauf an, welche Reihenfolge und wie viele Karten man braucht, weißt du? Du stehst gerade im Weg. Sorry. Warte, ich stehe, glaube ich, auch im Weg. Warte. So. Der Mann ging durch den, genau. Jemand, der nicht weit weg war, stand still und starrte ihn an. Er konnte seine Augen nicht sehen, wusste aber, dass ihm die Person im schwarzen Umhang direkt anblickte. Er konnte sich nicht bewegen, als die mysteriöse Gestalt anfing, auf ihn zuzugehen. Plötzlich fiel ihm auf, dass sie keine Füße hatte. Sie hatte keine Füße. Sie ging nicht, sie schwebte. Was, vielleicht die hohe Priesterin oder so? Die Herrscherin da? Ja, oder die Herrscherin. Entweder die Priesterin oder die... Aber sie schwebte nicht, ne, auf dem Bild. Vielleicht fehlt uns ja auch nur noch eine Karte. Warte mal. Wer bist du? Schrie sie angsterfüllt. Ich bin der Tod, antwortete die Person im Umhang. Ja, dann der Tod hier. Nach mehreren Tagen wurde der Mann tot aufgefunden. Er hatte sich im Wald erhangen. Obwohl, Wald erhangen passt ja auch, ne? Ja, tot und dann Wald erhangen. Sind 5 Karten. Wie viele Codes braucht man denn? Weiß ich nicht. Da passen 5 Zahlen hin. Ja, wir haben 5 Karten. Okay, dann gib mal ein. Warte. Warte. Ja, aber das passt ja schon gar nicht, weil auf der einen Karte steht ja XIX und X ist ja schon 10. Vielleicht ist das ja doch 19. Der Einsiedler nicht, oder weil nicht? Das kein einsamer Mann ist. Lassen wir es mal weg. Und IX ist 9. Ja, das geht ja. So. Machen wir 9. Die Sonne ist XIX, 19. Na, gucken wir mal. Ja. Der Mond ist XVII, das ist dann schon für 18. Vielleicht muss man die zusammenrechnen oder so. Und der Tod, der ist XIII, das ist dann 13. Müsste 13 sein. Ja gut, das passt ja nicht, ne? Ja, ja. Und der erhängte Mann, der ist XII, der ist dann 12. Ja, weil hier der Devil, also der Devil ist ja der Teufel. Vor. Ja, ja, aber der Tod ist ja extra. Genau, Tod kommt vor, der hängende Mann kommt auf jeden Fall, weil die Sonne kommt vor, der Mond auf jeden Fall auch. Ja. Und hier diese Herrscherin kommt auf jeden Fall nicht vor, definitiv nicht. Ja, und das Glücksrad auch nicht. Nein, das kommt auch nicht vor. Und dieses... Und der Teufel? Die hohe Priesterin kommt auch nicht vor, weil die schwebt ja nicht. Obwohl... Nee, eigentlich nicht. Aber ich finde das voll interessant mit diesen Karten irgendwie. Ja, ich überlege gerade, da muss doch irgendwie einen Sinn hinterstecken gerade. Ich verstehe das auch nicht mit diesem Zeichen hier. Was hat das denn mit den Karten jetzt zu tun? So gefühlt gar nichts. Ich finde die Karte, die Geschichte übrigens voll interessant, wollte ich nochmal so sagen. Ist richtig spannend, ey. Ja. Lasst uns raus. Plötzlich fiel ihm auf, dass sie keine Füße hatte. Dass sie Was sollen wir tun? War voll gruselig, ey. Was ist das denn? Also normal. Das ist auch komisch halt mit diesen Schlägern, ne? Man weiß es nicht, ne? Aber die Masken sind so creepy. Ich guck mal nach einem Hinweis. Ja. Toll. So bescheuert. Guck mal, was haben wir? Da steht 1 durchgestrichen. Wenn du die Taschenlampe anmachst. In ja, der Kiste 1 und dann so ein X. Ja, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das heißt, vielleicht brauchen wir diese, wenn das zum Beispiel jetzt so 18 ist, nur die 8 und die 1 weg. Oh ja, das ist eine gute Idee. Dann versuchen wir das nochmal. Also, der Siedler ist die 9. Aber ist die Frage, kommt das jetzt mit dazu? Ja, sonst hast du ja keine 5 Zahlen. Okay. Die Sonne ist, das war 19, also wieder eine 9. Der Mond ist 18, also eine 8. Mhm. Der Tod ist 13, also eine 3. Und der ist eine 2.
Ja. Yo. Voll gut, Gossi. Richtig geil. Wir hätten den Hinweis gar nicht gebraucht, ne? Ja, aber ich hätte halt nicht nochmal in die Kiste reingeguckt, ne? Aber ich wusste, dass das da drin war. Warum hast du da nichts gesagt? Hast du gesagt? Ich habe das ganz am Anfang gesagt, okay, ja. Das habe ich wahrscheinlich überhört. Ja, weil das hat ja noch gar keinen Sinn gehabt, weißt du? Mhm. Maske Radio. 0, Hüte, Kostüme. Was? Ja, wir haben ja Masken, wir haben Hüte, wir haben Kostüme. Wir haben 3 Hüte, wir haben eine Maske. Erzählen die auch dazu, die großen? Ah, 4 Masken. Masken, dann kommt eine. Wie viele Masken? Es sind dann eine 0, dann wie viele Hüte und dann wie viele Kostüme. Ja, aber wir haben ja mehrere Masken. 1, 2, 3. 3 Masken. Kostüme haben wir 3. Hä? 4 Masken haben wir. Ja. Also wir kommen am Anfang eine 4. Ja. Dann eine 0. Wie viele Hüte? 3, ne? Ich habe hier im Schrank welche. Okay, und wie viele Kostüme? Ich sehe auch 3. Okay. Jo. Ah, man kann hier Schlüssel rausnehmen, Gossi. Ach so. Radio. Gar nicht gesehen. Der Schlüssel hierfür. Oh nein, willst du? Nein, mach du. Okay. Ein Zettel. Da steht drauf. Und ein Schalter, den mache ich gleich an. Produkt Meredith 1972. Juno, warte, ich muss das mal näher ranzoomen. Juno 1974, Annie 1983, Silvia 1986, Dolly 1988. Darf ich den Hebel drücken? Ja. Guck bitte auf den Puppenkasten. Ja. Es geht nicht okay, auf. Okay, jetzt gucken die alle in anderen Richtungen. Guck mal, wir müssen, ich weiß es glaube ich. Guck mal, hier steht ja so, Meredith 1972, ne? Mhm. Die Meredith, die guckt nach rechts, ne? Mhm. Und hat einen Pfeil nach oben und da hinten ist ja wieder so ein Pfeilrätsel. Vielleicht müssen wir nach dem Alter der Puppen gehen. Und so. Ja. Dann würde, ja. Ne? Also Meredith, Annie, Juno. Nee, stopp. Meredith, Juno, Annie, Silvia und Dolly. Genau. Aber und die Frage, ob jetzt erst oben die Pfeile kommen oder die nach links und rechts. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Puppen und 4 Pfeile. Ach so. Ja, welcher Pfeil gehört zu welcher Puppe, ne? Aber warte mal, warte, wir hatten noch in diesem anderen Raum eine Puppe. Und wir haben hier auch noch welche. Warte mal. Guck mal, hier ist auch eine Puppe, die aus dem Schrank guckt, aber das hat ja keinen Sinn, ne? Nee, es war nur so ein Deko-Ding. Und jetzt? Also ich denke mal, wir müssen nach dem Alter der Puppen gehen, oder? Ja. Denke ich auch. Dann wird ja zuerst die Meredith kommen. Ja, und die Meredith ist... Vielleicht fehlt bei ihm einfach ein Pfeil, weißt du? Hier bei dem Annie, bei der Annie. Ja. Vielleicht müssen wir den irgendwie herausfinden. Oder da kommt gar keiner hin. Das ist gewollt, dass nur 4 Pfeile sind. Das kann natürlich sein. Aber die kommt ja auch in der Liste vor, deswegen dachte ich... Ja gut. Weil okay. Dann würde ich so sagen, dass Annie keinen Pfeil hat. Dann hat die Dolly einen Pfeil, Silvia einen Pfeil, Meredith einen Pfeil und Juno einen Pfeil. Wer fängt denn an auf dieser Liste? Meredith. Meredith. Meredith ist dann oben. Und dann? Und dann nach links, weil die ja... Nee, nach rechts, weil die ja nach rechts noch guckt. Okay. Dann kommt Juno. Unten. Unten und rechts, ne? Aber unsere Sicht oder die Sicht der Puppen? Ja, weiß ich nicht. Ist ja wieder die Frage. Ne? Ja. Wir haben es ja. Wir wissen dann ja nur, dass das spiegelverkehrt ist. Okay. Dann kommt Annie. Ey, ja, toll. Annie guckt nach links. Ja. So. Nach Annie kommt Silvia.
Und Silvia guckt. Also es ist unten. Und guckt nach rechts. Und dann die Dolly. Oben und links. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, machen wir es andersrum. Genau. Und wenn das nicht funktioniert? Machen wir einen Hinweis. Okay. So, dann versuch mal. Ich sag dir an, was ich okay. auch... Also oben, rechts, unten, rechts, links, unten, rechts, oben. Was ist, was habe ich da geschrieben? Ach so, links. Fertig? Ja. Nee. Mal andersrum machen. Oben, links, unten, links, rechts, unten, links, oben, rechts. Ich mach mal einen Hinweis. The heads of the doll show directions. Vielleicht einfach nur, Wow, danke schön dafür. Vielleicht nur die Directions? Ja, aber warum sind sonst die Pfeile noch ja, da? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Die müssen vielleicht ja was mit Annie bedeuten. Vielleicht hat das was mit Annie noch zu tun. Das bei Annie. Wo ist nochmal der Zettel? Oder, passt auf, ich ja. hab's jetzt. Okay. Die Puppe, Silvia, hat ja. keine Zuordnungen. Weil die Puppe Silvia anders aussieht als die anderen. Meinst du? Ja. Ja? Okay. Ja, ich glaube dann, dass links, rechts die beiden sind und die beiden. Dann gut, dann nochmal von neu. Ja, sag nochmal an. Okay, die Meredith. Namen, Meredith. Meredith ist, ja, obwohl wir wissen ja auch zuerst das Pfeil nach oben und kommt dann die Richtung, die sie gucken. Müssen wir ausprobieren. Ja. Ob zuerst die Richtung kommt oder erst oben, unten. Ja, und dann ist Frage rechts oder links noch, ne? Ja, das müssen wir alles ausprobieren. Boah. Aber das wird okay. schon. Also wir gucken, also Meredith guckt nach, also fahrt einen Pfeil nach oben und guckt nach... Links oder ja, rechts? Ja, aber ich denke mal, dass sie von sich aus... Von den Puppen also, aus? Ja, ich denke. Okay, dann... Dann guckt sie nach links. Gut. Jetzt kommt Juno. Juno hat einen Pfeil nach unten, guckt auch nach links. Jetzt kommt Annie. Annie hat einen Pfeil nach oben und guckt nach rechts. Ja. Silvia. Da würde ich nichts machen. Ja, halt die Richtung, oder nicht? Ach ja. Wo sie hinguckt. Oder kommt die dann komplett weg? Ist auch wieder so. Nee, würde ich nicht wegmachen. Ich mach mal in Klammern. Okay. Dass ich weiß, was das ist. Die guckt nach links. Genau. Und zum Schluss die Dolly. Die Dolly oben und nach links, ne? Okay. Nach rechts. Gut, dann probieren wir es aus. Also ich sag dir. Folge kriegt zwar ein bisschen Überlänge, aber ist ja egal, ne? Ist ja nicht schlimm. So, wir probieren das jetzt nur noch aus. Wo bist du? Da. Also oben. Links. Unten. Links. Oben. Rechts. Ja? Hallo? 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 Lisa? Hallo? 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 Ich hey, was war das? Gemacht. Ich auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, wo du stehen geblieben bist. Das letzte bist. War rechts. Dann wird das wahrscheinlich ja nach links sein. Oben. Rechts. Nee. Okay. Dann mache ich das jetzt mit... andersrum. Also, dass ich jetzt statt, also von deren, von unserem Blickwinkel. Ja. Oben, rechts, unten, rechts, oben, links, rechts, oben, links. Okay, dann machen wir das jetzt so.
Was gibt's denn noch für Kombinationen? Ohne Sylvie vielleicht? Oder erst die Pfeil, erst die Richtung und dann die Pfeile nach oben oder unten? Ach so, ja. Boah, das gibt ja 10.000 Kombis. Soll ich mal noch einen Tipp anmachen? Ja. Geht noch nicht. Okay. Dann probieren wir nochmal aus. Also, dann machen wir erst die Pfeile. Also, dann machen wir links. Oben. Und, links. Unten. Rechts. Oben. Dann kommt ja links. Dann kommt rechts. Und dann oben. Mm-mm. Das spiegelverkehrt vielleicht? Also. Ja. Puh, jetzt muss ich nachdenken. Also rechts. Oben. Rechts. Unten. Links. Oben. Rechts. Oben. Nee, stopp. Jetzt kommt links. Ja. Und dann oben. Nee. Ja, dann weiß ich nicht. Dann das Sylvia weglassen vielleicht. Okay. Warte mal, ich Hinweis. Oh, das ist schon die Lösung. Wir haben schon falsch. Ach nee. Also erst die Richtungen, dann Pfeil nach oben. Warte, Richtung, Pfeil nach oben. Richtung, Pfeil nach unten haben wir. Warte. Wir haben das. Wir haben es gehabt. Nur ohne Sylvia war es. Ah, okay. Ja, es war ohne Sylvia. So, und bevor wir da reingehen. Ne? Ja. Beenden wir die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Escape First 2. Tschüss. Tschüss.